Pfaff hat eine neue kombinierte Overlock- und Coverstichmaschine auf den Markt gebracht. Die Admire Air 7000 ist das neue Flaggschiff im Overlock-Portfolio und ersetzt die Coverlock 4.0. Dass die neue etwas Besonderes sein will, zeigt auch der stylische Karton. Dieser ist schon einigermaßen groß für eine Overlock und das Ganze hat natürlich auch sein Gewicht. Es gibt links und rechts Griffe, womit sich der Karton aber recht gut tragen lässt. So, dann lasst uns die Maschine einmal auspacken. Das Zubehör stellen wir erst einmal beiseite. Was direkt auffällt, der Garnrollenhalter und die Fadenführung sind separat im Zubehör und müssen nach dem Auspacken noch montiert werden. Nach dem Intro schauen wir uns die Maschine genauer an und ihr erfahrt, welchen Eindruck wir gewonnen haben. Sehen wir uns einmal an, was bei der Admire Air 7000 schon alles im Lieferumfang enthalten ist. Da wäre der schon angesprochene Garnrollenhalter und die Fadenführung. Beides werden wir dann noch an der Maschine anbringen. Der Overlock- und Coverstichfuß, welcher sich schon an der Maschine befindet. Es gibt einen großen Anschiebetisch, um die Nähfläche weiter zu vergrößern. Den wirklich großen Abfallbehälter zum Auffangen der Schneidabfälle. Einen Kniehebel für mehr Nähkomfort. Und natürlich 5 Konenhalter. Eine praktische Zubehörbox für die ganzen kleinen Zubehörteile. Und darin befinden sich 5 Garnrollennetze, 5 Fadenablaufscheiben, ein Nadeleinfädler mit Nadeleinsetzhilfe, etwas Öl, ein Pinsel, ein Schraubendreher für die Nadelklemmschrauben sowie ein weiterer Schraubendreher für die Stichplattenschrauben. Außerdem eine Packung Nadeln, ein Einfädeldraht und ein Ersatzobermesser. Und ein leider in der Anleitung überhaupt nicht erwähnter Pin, welcher für die Kreisnähfunktion benötigt wird. Weiterhin ist der Covertisch dabei, sowie der Fußanlasser und das Netzkabel. Zum Abdecken der Maschine liegt eine Weichhaube bei. Und ganz wichtig, eine Bedienungsanleitung in Deutsch und eine Kurzanleitung. Ach ja, da war noch was. Wenn man die Greiferklappe öffnet, ist dort der Stylus, also der Bedienstift für das Display und die Pinzette untergebracht. Um den Garnrollenhalter anzubringen, am besten die Maschine umdrehen. Dann den Garnrollenhalter mit beiden Haken zur Maschinegewand auf das Gehäuse setzen und mit ein wenig Kraft nach rechts schieben. Der Halter rastet anschließend ein. Und wer sich jetzt schon mal gefreut hat und denkt, die Garnstifte wären aus Metall, den muss ich leider enttäuschen. Sie sehen gut aus, sind am Ende aber auch nur aus Plastik. Nun die Fadenführung einsetzen. Dabei darauf achten, dass die Nase am Halter genau in die entsprechende Führung passt. Und dann ein klein wenig andrücken, denn sonst zieht ihr den Halter beim Herausziehen des Teleskopstabs gleich wieder mit raus. Die Maschine kommt ab Werk eingenäht. Wir entfernen die Fäden und die Nähprobe. Die Front der Maschine wird noch durch 2 Folien gegen Verkratzen geschützt. Die beiden Folien entfernen wir ebenfalls. Es kommt die Hochglanzoberfläche zum Vorschein. Diese ist schön anzusehen, aber leider sehr kratzempfindlich. Die Admire Air 7000 ist 42,2 cm breit, 29,7 cm tief und 33,7 cm hoch. Wenn die Fadenführung ausgezogen ist, beträgt die Höhe ganze 54,5 cm. Das Gewicht liegt bei 11,1 kg. Die Nähfläche beträgt 29,6 cm in der Tiefe und 11,5 cm bis zum Messer. Der im Lieferumfang enthaltene Anschiebetisch hat einen zusätzlichen ausklappbaren Stützfuß für mehr Stabilität. Zum perfekten Ausrichten besitzt der Tisch 2 höhenverstellbare Füße. Durch Entfernen der Freiarmabdeckung kann der Tisch sehr leicht angebracht werden. Mit angebrachtem Tisch steht eine Nähfläche von 33,7 cm in der Tiefe und von 30,7 cm in der Breite zur Verfügung. Wenn die Maschine auf Coverstich umgerüstet ist, dann beträgt die Nähfläche 33,7 cm in der Tiefe und 42,7 cm in der Breite. Der Stoffdurchgangsraum für Coverstiche rechts neben der Nadel beträgt 12,5 cm in der Breite und 6 cm in der Höhe.
Eine Besonderheit der Admire Air 7000 ist der Freiarm. Er ermöglicht es, zum Beispiel Rundgeschlossenes besser zu verarbeiten. Der Freiarm ist 9 cm tief und 5 cm hoch. Die Länge des Freiarms bis zum Messer beträgt ca. 7,7 cm. Im Umfang misst der Freiarm ca. 28 cm. Für das Nähen von kleinen und engen rundgeschlossenen Stoffteilen ist er somit nur eingeschränkt nutzbar. 5 helle tageslichtähnliche LEDs leuchten den Arbeitsbereich sehr gut aus. 3 LEDs sind im Stoffdurchgangsraum angebracht und 2 links neben der Nadel. Die LEDs sind nicht abschaltbar und die Helligkeit kann noch nicht eingestellt werden. Zum Transportieren gibt es einen breiten, praktischen, ausklappbaren Tragegriff. Die Admire lässt sich daran sehr gut ausbalanciert tragen. Sind die Garne eingefädelt, liegen die Fäden jedoch über dem Griff. Beim Tragen werden die Fäden somit etwas herausgezogen und man greift auch direkt hinein. Man muss also schon ein wenig darauf achten, nicht mit einem Ring oder ähnlichem in den Fäden hängen zu bleiben. Auf der linken Seite befindet sich der Stellknopf für den Nähfußdruck. Dieser ist über den gummierten Knopf in 7 Stufen einstellbar. Auf der Vorderseite befindet sich das Display und hinter der Frontklappe die 5 mit Schrittmotoren gesteuerten Fadenspannungen. Wird der Nähfuß angehoben, öffnen sich alle Fadenspannungen, was sehr hilfreich beim Einfädeln ist. Das ist aber so nicht zu erkennen, da nur die Federn entspannt werden und die Scheiben zusammenbleiben. Der Differentialtransport, welcher aus einem vorderen und aus einem hinteren Transporter besteht, ist einstellbar. Der Transporter kann so eingestellt werden, dass beide Transporter gleich laufen oder dass der vordere Transporter schneller oder langsamer läuft als der hintere. Dies hilft, um ein ungewolltes Dehnen des Stoffes zu verhindern oder auch um Stoffe gezielt zu dehnen oder zu kräuseln. Der Differentialtransport kann nur über das Display eingestellt werden. Es kann somit für jeden Stich aber auch ein individueller Wert abgespeichert werden. Die normale Nähfußhöhe beträgt sehr knappe 5 mm. Im Extrahub kann der Nähfuß auf maximal 6 mm angehoben werden. Dies geschieht über den Lifterhebel, welcher sich jetzt auf der rechten Seite befindet. Es ist aber auch möglich, den Nähfuß über den mechanischen Kniehebel anzuheben. Der Kniehebel wird dazu in die Kniehebelaufnahme auf der Vorderseite eingesteckt. Der Kniehebel kann nun, wie der Name schon sagt, mit dem rechten Knie bewegt werden. Der Nähfuß wird dabei angehoben. Sollte der Nähfuß schon angehoben sein, kann man diesen jetzt über den Kniehebel auch wieder absenken. Der wirklich sehr große Abfallbehälter ist einfach anzubringen und kann auch bei angebrachtem Kniehebel genutzt werden. Allerdings steht der Abfallbehälter ein paar Zentimeter über den Tisch über. Die große Greiferklappe lässt sich nur öffnen, wenn der Abfallbehälter entfernt wird. Die Greiferklappe ragt dabei sehr weit über den Tisch hinaus. Außerdem liegt die Klappe auf dem Kniehebel auf und das dürfte sehr bald hässliche Kratzer auf der Hochglanzoberfläche an dieser Stelle hinterlassen. Zudem besteht die Gefahr, dass man sich aus Versehen auf der Klappe abstützt. Zum Wechsel des Nähfußes einfach den Hebel auf der Rückseite des Nähfußhalters betätigen. Mit dem Lifterhebel den Nähfußhalter dabei etwas anheben, damit der Nähfuß sich leichter entfernen lässt. Das Obermesser der Admire Air 7000 kann versenkt werden. Dazu das Messer an der Griffschraube mit etwas Kraft herausziehen und dann nach unten wegdrehen. Über einen Stellknopf kann die Schnittbreite eingestellt werden. Der eingestellte Wert ist immer gut ablesbar. Der Stellknopf ist jedoch nicht sehr gut zu greifen und lässt sich in einigen Positionen schwer bewegen. Es gibt einen Schieber, um die Maschine auf Rollsaum einzustellen. Und hier noch einmal etwas verdeutlicht, es wird über den Stellknopf nur die Schnittbreite geändert. Die Kettelzunge oder auch laut Anleitung der Stichfinger wird nicht mitverstellt. Das bedeutet, die Nahtbreite kann hierüber nicht angepasst werden. Es kann nur die Schnittbreite an den eingestellten Stich und den Stoff angepasst werden, um die Stoffkante optimal auf den Stich bezogen abzuschneiden. Die Greiferklappe lässt sich leicht öffnen und schließen. In geöffnetem Zustand liegt die Greiferklappe auf dem Tisch auf. Auf der Innenseite der Klappe ist die Pinzette und der Eingabestift für das Display gleich mit griffbereit untergebracht. Außerdem gibt es hier die Stichübersicht und ein paar Hinweise zum Einfädeln. Warum allerdings der Schraubendreher zum Nadelwechseln hier nicht mit untergebracht wurde, ist unverständlich. Platz wäre ja an dieser Stelle genug. Der Konverter befindet sich nicht mehr separat im Zubehör. Er wurde direkt am rechten Greifer angebracht und braucht nur herumgeklappt zu werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass der kleine Haken auch richtig in das Fadenloch im Greifer geführt wird. Dazu ist etwas Fingerspitzengefühl notwendig, da der Konverter über keine allzu große Grifffläche verfügt. Bevor die Nadeln entnommen werden können, als erstes per Handrad die Nadeln in die oberste Position drehen. Wir entnehmen die Nadeln per Hand, man kann aber auch die Nadelwechselhilfe dazu verwenden. Leider gibt es an der Maschine keinen Platz zur Aufbewahrung der nicht benötigten Nadeln. Zum Einsetzen einer neuen Nadel ist darauf zu achten, dass die flache Seite der Nadel nach hinten zeigt. Denn die mitgelieferte Nadelwechselhilfe hat leider keinen Verdrehschutz für die Nadeln. Die Nadel mit der Nadelwechselhilfe dann bis zum Anschlag in die Nadelhalterung einschieben und dann mit dem Schraubendreher festziehen. Falls man sich nicht sicher ist, ob die Nadeln wirklich bis zum Anschlag eingesetzt sind, dies am besten noch einmal per Hand überprüfen. Denn leider gibt es für den oberen Anschlagpunkt kein Sichtfenster in der Nadelhalterung. Auf der rechten Seite der Maschine befindet sich der Lifterhebel und das gummierte Handrad. Etwas weiter unten der Stromanschluss sowie der Anschluss für den Fußanlasser und natürlich der Einschalter. Mit zwei Schaltern sorgt die Admire Air 7000 für Sicherheit. Ist der Nähfuß angehoben und man betätigt den Fußanlasser, bewegt sich nichts. Es gibt einen optischen Hinweis über das Display und einen Piepton. Genauso verhält es sich bei geöffneter Greiferklappe. Und auch wenn der Nähfuß angehoben ist und gleichzeitig die Greiferklappe geöffnet ist. Die Maschine bewegt sich nicht und gibt eine optische und akustische Fehlermeldung aus. Im Auslieferungszustand ist immer Englisch als Displaysprache eingestellt. Wenn der Nähfuß abgesenkt ist, muss dieser jetzt angehoben werden, damit die Maschine kalibrieren kann. Bei angehobenem Nähfuß kalibriert die Maschine übrigens gleich nach dem Einschalten. Zum Einstellen der gewünschten Sprache, in unserem Fall Deutsch, auf die Taste mit dem Zahnradsymbol drücken. Dann kann man über die Pfeile die Sprache ändern. Es stehen insgesamt 12 Sprachen zur Verfügung. Über das Lautsprechersymbol können die Displaytöne deaktiviert werden. Die Stiche werden über den kleinen Pfeil oben rechts ausgewählt. Insgesamt verfügt die Admire Air 7000 über 26 verschiedene Stiche. Ausgewählt werden diese durch Scrollen und Antippen. Die Scrollfunktion funktionierte allerdings nicht wirklich gut. Über die Pfeile ging es besser. Zum ausgewählten Stich werden dann alle wichtigen Einstellungen im Display angezeigt. Der gewählte Stich, das Nahtsymbol, die zu verwendende Nadelstärke und an welcher Stelle die Nadeln in die Nadelhalterung eingesetzt werden sollen, in dem Fall A und B, und die empfohlene Schnittbreite. Es kann die maximale Nähgeschwindigkeit in 5 Stufen begrenzt werden. Das bedeutet, wenn ihr den Fußanlasser voll durchtretet, dann ist die maximale Geschwindigkeit auf eine der 5 Stufen begrenzt. Der Differentialtransport hat für jeden Stich einen voreingestellten Wert. Dieser kann aber auch, falls notwendig, über die Plus-Minus-Tasten angepasst werden. Für die Stichlänge ist dieser Wert ebenfalls schon voreingestellt und kann auch hier bei Bedarf angepasst werden. Auch die Werte für die Fadenspannung sind schon für jeden Stich voreingestellt. Durch Antippen der jeweiligen Fadenspannung kann der Wert geändert werden. Aber Achtung, es ist keine automatische Fadenspannung. Es sind sehr gute, voreingestellte Werte. Und je nach verwendetem Stoff und Garn kann hier auch eine manuelle Anpassung notwendig sein. Man kann die Werte übrigens durch Tippen ändern oder indem man mit dem Stift länger auf das Plus oder Minus drückt, blättern die Zahlen selbst. Über die I-Taste bekommt man zu jedem Stich auch noch weitere Hinweise.
Der Reiter mit den 5 Farbfeldern zeigt, wie der gewählte Stich aussehen wird und welche Fäden eingefädelt werden müssen. Auf dem Reiter E1 kann man sehen, ob die Abdeckung zum Nähen oder die für den Coverstich benötigt wird. Ob das Messer abgeklappt werden sollte oder ob es benötigt wird. Ebenso, ob der Konverter benötigt wird. Dann, ob die Kettelzunge oder auch Stichfinger genannt auf R oder auf N gestellt werden sollte. Welcher Wert für den Nähfußdruck empfohlen wird. Und ob der rechte Greifer abgeschaltet werden muss. Der Reiter I2 gibt dann auch noch einige Hinweise zum ausgewählten Stich. Diese Informationen sind allerdings nur bedingt hilfreich. Durch erneutes Drücken der I-Taste gelangt man wieder zum Nähbildschirm. Man kann für jeden Stich auch individuelle Einstellungen hinterlegen. Wenn ein Wert geändert wurde, so wird er farbig hinterlegt. Über die Taste mit dem Herz und dem kleinen Pfeil kann der Stich gespeichert werden. Es erscheint der Stichspeicher. Insgesamt stehen 30 Speicherplätze zur Verfügung. Der entsprechende Speicherplatz kann gewählt werden. In unserem Fall ist der Speicherplatz 1 schon vorausgewählt. Über den Haken wird der Stich dann auf dem Platz gespeichert. Durch Antippen des Tastatursymbols kann man den Stich auch benennen. Über das Radiergummisymbol wird der alte Name gelöscht. Und nein, man kann den zum Schnelllöschen nicht dauerhaft drücken. Man muss wirklich jeden Buchstaben einzeln löschen. Dann einen neuen Namen eintippen. Über die Umschalttaste kann man auch Groß- und Kleinschreiben oder Zahlen wählen. Zum Bestätigen auf den Haken drücken und der Stich ist im Speicher dauerhaft hinterlegt. Wenn man einen Stich aus dem Speicher nutzen möchte, dann die Herztaste drücken. Der Speicher mit allen abgelegten Stichen wird angezeigt. Den gewünschten Stich wählen und dann mit dem Haken bestätigen. Zum Löschen eines gespeicherten Stiches die Taste mit dem Herz und dem kleinen Pfeil drücken, was an der Stelle etwas verwirren mag. Dann den zu löschenden Stich wählen und die Taste mit dem Papierkorb drücken. Zum Löschen mit dem Haken bestätigen. Zum Aufsetzen der Garnrollen wird zunächst die Teleskopfadenführung ausgezogen. Auf der Edmeyer Air 7000 können auch normale Garnrollen zum Nähen verwendet werden. Wir wollen hier aber mit Overlock-Kunden arbeiten. Also entfernen wir die Garnrollen wieder und stecken die 5 Konenhalter und anschließend die 5 Overlock-Konen auf. Da wir aber im Anschluss den 4-faden Overlock-Stich nähen, benötigen wir die 5. Kone nicht und entfernen diese erst einmal wieder. Bevor wir mit dem Einfädeln beginnen, schalten wir die Maschine ein und heben den Nähfuß an, damit die Fadenspannungen geöffnet sind. Dann öffnen wir die Greiferklappe. Hier sind auch noch einmal die Näh- und Einfädelhinweise zu sehen. Jetzt den Schieber auf Einfädeln stellen. Da die Maschine leider nicht automatisch in der Einfädelposition stoppt, jetzt am Handrad drehen, bis sich die Fadenkanäle schließen. Übrigens, wenn der Schieber auf Einfädeln steht, kann die Greiferklappe nicht geschlossen werden. Sie schlägt am Schieber an. Wird die Klappe zügig geschlossen und man bemerkt es zu spät, dass der Schieber noch auf Einfädeln steht, kann dieser oder die Greiferklappe auf Dauer beschädigt werden. Der Schieber ist einigermaßen biegsam und die Klappe sehr groß, so dass man es nicht immer sofort bemerkt, wenn man anschlägt. Das ist uns beim Ausprobieren mehrfach passiert. Man sollte die Klappe also vorsichtig schließen, wenn man sich nicht sicher ist, ob der Schieber auf Einfädeln steht. Da die Fäden in Röhren bis zum Greifer geführt werden, ist die Reihenfolge eigentlich egal. Wir beginnen aus Gewohnheit mit dem linken Greifer und folgen in dem Fall den roten Markierungen. Den Faden ziehen wir zuerst über die Fadenführung. Danach muss der Faden in die Fadenführung hinten am Gehäuse eingeklipst werden. Jetzt geht es durch die Fadenspannung nach unten zum Fadenkanal. Achtung, den Faden auch in die Führung am Gehäuse einfädeln. Den Faden dann am besten mit der Pinzette in den Fadenkanal führen. Dann auf den Einfädelknopf drücken. Der Faden wird jetzt per Luft bis in den Greifer geführt. Das Ganze wird jetzt mit dem rechten Greifer der grünen Markierung folgend wiederholt. Den Faden ziehen wir also zuerst wieder über die Fadenführung. Dann muss der Faden in die Fadenführung hinten am Gehäuse eingeklipst werden. Jetzt geht es durch die Fadenspannung nach unten zum Fadenkanal. Achtung, den Faden auch hier wieder in die Führung am Gehäuse einfädeln.
den Faden dann am besten mit der Pinzette in den Fadenkanal führen. Wenn der Faden nicht weit genug im Fadenkanal ist, dann kann es sein, dass er wieder ausgeworfen wird. Also ruhig ein Stück mehr Faden in den Kanal geben. Dann auf den Einfädelknopf drücken. Der Faden wird jetzt per Luft bis in den Greifer geführt. Das Ganze wiederholen wir nun mit dem linken Nadelfaden, also der orangen Markierung folgen. Den Faden ziehen wir zuerst wieder über die Fadenführung. Dann muss der Faden in die Fadenführung hinten am Gehäuse eingeklipst werden. Jetzt geht es durch die Fadenspannung nach unten. Dann weiter nach links zur nächsten Fadenführung. Und hier Obacht! Den Faden wirklich bewusst in die Fadenführung legen. Denn wenn man hier beim zügigen Einfädeln vorbeirutscht, dann wird der Faden zwischen Fadenführung und Gehäuse eingeklemmt. Dort nach oben um die Führung herum wieder nach unten und durch die nächste Fadenführung. Und wie man hier gut sehen kann, ist da einiges an Fingerspitzengefühl erforderlich. Man kommt an die Führungen nicht sehr gut heran, da diese tief angeordnet sind. Das macht das Einfädeln hier etwas umständlich. Es ist auch nicht ganz so einfach, den Faden immer in die richtige Führung zu bekommen und man sollte die Pinzette zu Hilfe nehmen. Den Faden jetzt in die Führung an der Nadelhalterung einhängen. Auch hier bekommt man den Faden nur mit der Pinzette in die richtige Führung hinein, da es recht eng zugeht. Und der Faden immer wieder in die oberste Führung springt. Dann den Faden rechts neben den Coverstichnadeln, aber vor den Overlocknadeln einlegen. Jetzt mit dem Nadeleinfädler aus dem Zubehör den Faden durch das Nadelöhr ziehen. Laut Anleitung soll man den Faden dann mit der schmalen Seite des Einfädlers weiter durch die Nadel ziehen können. Das hat in unserem Fall aber nicht funktioniert, besser ging es mit der Pinzette. Nun geht es weiter mit dem Faden für die rechte Nadel, also der blauen Markierung folgen. Den Faden ziehen wir wieder zuerst über die Fadenführung. Danach muss der Faden in die Fadenführung hinten am Gehäuse eingeklipst werden. Jetzt geht es durch die Fadenspannung nach unten. Dann weiter nach links zur nächsten Fadenführung. Und jetzt wieder mit Geduld und Fingerspitzengefühl den Faden in die Führung einhängen. Dann nach oben um die Führung herum, wieder nach unten. Und durch die nächste Fadenführung. Ich denke, wenn man den Faden hier bewusst ein paar Mal eingefädelt hat, dann gewöhnt man sich hier an die Umständlichkeiten. Jetzt den Faden in die Führung an der Nadelhalterung einhängen. Auch hier wieder Fingerspitzengefühl und Pinzette verwenden. Dann den Faden wieder rechts neben den Coverstichnadeln, aber vor den Overlocknadeln einlegen. Jetzt mit dem Nadeleinfädler aus dem Zubehör den Faden durch das Nadelöhr ziehen. Und auch bei dem Versuch konnten wir den Faden nicht mit der schmalen Seite des Einfädlers weiter durch die Nadel ziehen. Also auch hier wieder die Pinzette verwenden. Nun alle Fäden unter dem Nähfuß nach hinten legen. Es empfiehlt sich, das Messer wegzudrehen, die Fäden lassen sich dann besser nach hinten legen. Und hier mal ein Wort zur mitgelieferten Pinzette. Ganz ehrlich, die regt einfach nur auf. Wenn man den Faden nicht genau erwischt, dann greift nichts, da sie nur ganz vorn an der Spitze greift. Zum Vergleich mal die Pinzette aus einer anderen Overlock. Sie ist viel spitzer und hat einen größeren Greifbereich. Also liebe Firma Pfaff, packt hier doch bitte eine vernünftige Pinzette bei. Um mit dem Nähen zu beginnen, einfach den Nähfuß mit dem Kniehebel anheben und den Stoff vorn unter den Nähfuß schieben. Wir nähen hier zum Testen mit einem 4-Faden-Overlockstich. Alle Stoffe werden nur einlagig genäht, um zu sehen, wie gut die Maschine die Nähte aufbaut. Außerdem zeigt sich so, inwieweit Fadenspannung, Nähfußdruck und Differential angepasst werden müssen. Angefangen haben wir mit einem dünnen Baumwollstoff aus 100% Baumwolle. Danach nähen wir French Terry, einen elastischen Baumwollstoff aus 95% Baumwolle und 5% Elastan. Gefolgt von Niki Supersoft aus 80% Baumwolle und 20% Polyester.
Nun wird es etwas anspruchsvoller. Wir nähen Alpenvlies aus 65% Polyester und 35% Baumwolle. Jetzt nähen wir noch Softshell, bestehend aus 46% Polyester, 36% Polyamid, 13% Viskose und 5% Elastan. Und als kleine Herausforderung nähen wir Viskose Jersey, bestehend aus 96% Viskose und 5% Elastan. Zu guter Letzt jetzt noch eine alte Jeans in 4 Lagen gelegt. Und wie man sehen kann, werden alle Stoffe sauber und problemlos versäubert. Es wird beim Rausnähen eine saubere Fadenkette produziert und man kann problemlos wieder ansetzen. Der voreingestellte Standardwert für den Stich hat recht gut funktioniert, wie an den Nähten zu erkennen ist. Auch die verschiedenen Materialien ließen sich problemlos vernähen. Wie man hier jetzt an den einzelnen Nähten noch einmal sehen kann, die Maschine hat alle Stoffe sauber verschnitten. Wir haben hierbei unterschiedlichste Stoffe verwendet, sowohl feste dünne als auch glatte dicke bis hin zu hochelastischen und flauschigen Materialien. Selbst bei Jeans hat die Maschine keine Schwächen gezeigt und stets ein gutes Nähergebnis produziert. Selbst als wir versucht haben, die Maschine an ihre Grenzen zu bringen und vierfach gelegten elastischen Jeansstoff genäht haben, hat sich gezeigt, dass sie ausreichend Kraft besitzt. Was für uns an der Stelle überraschend war, ist die Tatsache, dass wir an den Einstellungen des Stiches nichts geändert haben. Das zeigt, wie gut die Voreinstellungen hier von Hause aus schon sind. Und wie schon gesagt, die Maschine hat keine automatische Fadenspannung. Aber es sind sehr gute Mittelwerte eingestellt, welche bei den von uns genähten Materialien immer funktioniert haben, ohne dass wir etwas manuell nachstellen mussten. Die Umstellung auf einen 3-Faden-Stich ist recht einfach möglich. Wir wählen zunächst den Stich aus. Im Display sehen wir, welche Einstellungen notwendig sind. Den jetzt nicht benötigten Faden schneiden wir ab und ziehen ihn aus der Maschine. Dazu den Nähfuß anheben und am Handrad die Maschine ein klein wenig rückwärts drehen. Dann die linke Nadel mit dem Schraubendreher lösen und samt dem Faden entfernen. Nun ist die Maschine nähbereit. Wir legen den Stoff unter den Nähfuß und können losnähen. Und der 3-Faden-Overlock-Stich kann sich mit den Standardeinstellungen genäht wirklich sehen lassen. Als nächstes nähen wir den 3-Faden-Rollsaum. Den Stich zuerst über das Display aufrufen, um zu sehen, welche Einstellungen nötig sind. Es muss nur die Stichzunge von N auf R gestellt werden. Die Schnittbreite muss in dem Fall auf 6 eingestellt werden. Nun können wir den Rollsaum nähen. Und auch der 3-Faden-Rollsaum sieht mit der Standardeinstellung genäht wirklich gut aus. Jetzt wollen wir noch den 3-Faden-Picot-Stich nähen. Also zuerst wieder den Stich über das Display einstellen und schauen, ob etwas eingestellt werden muss. Nun können wir losnähen. Ja, und was soll ich sagen, auch der Picot-Stich hat mit den Standardeinstellungen ein gutes Ergebnis geliefert. Als erstes wählen wir den Coverstich über das Display aus. Hier sehen wir auch wieder alle notwendigen Einstellungen. Dann öffnen wir die Greiferklappe und drehen über das Handrad den rechten Greifer in seine tiefste Stellung. Jetzt können wir den Greifer abschalten, indem wir den entsprechenden Hebel von A auf B stellen. Nun noch den Hebel für die Fadenkanäle auf Einfädeln stellen. Nochmals am Handrad drehen, bis die Fadenkanäle geschlossen sind. Was uns an der Stelle aufgefallen ist, wenn man die Maschine wieder zurück auf Overlock stellen möchte, dann lässt sich der Hebel für die Greiferabschaltung nur sehr umständlich wieder zurückstellen. Um da überhaupt vernünftig ranzukommen, muss man den Hebel für die Fadenkanäle erst nach links schieben. Dann kommt man an den Hebel für den Greifer und kann diesen zurückstellen. Der Greifer läuft dann auch nach einer Umdrehung der Maschine wieder mit. Aber nun weiter mit dem Coverstich. Jetzt noch das Messer wegdrehen und die Stichzunge auf R stellen. Zum Schluss noch den Covertisch anbringen.
Das Wechseln geht eigentlich recht einfach. Es empfiehlt sich aber, das wirklich erst am Ende zu tun. Denn die Greiferklappe steht mit angebrachtem Covertisch sehr weit nach oben und das Einfädeln wird dann etwas umständlich. Zumal die Gefahr besteht, dass man seinen Arm auf der Greiferklappe ablegt und diese dann eventuell beschädigt. Nun noch die Nadeln umsetzen. Dazu kann die Nadeleinsatzhilfe verwendet werden. Darauf achten, dass die Nadeln bis zum Anschlag eingesetzt sind. Hierfür gibt es für jede Nadel ein kleines Sichtfenster. Ganz wichtig, die Schrauben der nicht benötigten Nadeln unbedingt handfest anziehen, damit diese beim Nähen nicht davonfliegen. Wir haben die nicht benötigten Garnkonen entfernt. Bevor wir mit dem Einfädeln beginnen, heben wir den Nähfuß an, damit die Fadenspannungen geöffnet sind. Jetzt fädeln wir den linken Nadelfaden ein, also der orangen Markierung folgen. Den Faden ziehen wir wieder zuerst über die Fadenführung. Danach muss der Faden in die Fadenführung hinter dem Gehäuse eingeklipst werden. Jetzt geht es durch die Fadenspannung nach unten, dann weiter nach links zur nächsten Fadenführung. Und jetzt wieder mit Geduld und Fingerspitzengefühl den Faden in die Führung einhängen. Wir haben ja nun hier schon etwas mehr Übung. Danach den Faden um die Führung herum, wieder nach unten. Jetzt den Faden in die Führung an der Nadelhalterung einhängen. Auch hier wieder Fingerspitzengefühl und Pinzette verwenden. Jetzt mit dem Nadeleinfädel aus dem Zubehör den Faden durch das Nadelöhr ziehen. Wir haben zum kompletten Durchziehen jetzt gleich die Pinzette verwendet. Nun geht es weiter mit dem Faden für die rechte Nadel, also der blauen Markierung folgen. Den Faden ziehen wir wieder zuerst über die Fadenführung. Danach muss der Faden in die Fadenführung hinten am Gehäuse eingeklipst werden. Jetzt geht es durch die Fadenspannung nach unten. Danach weiter nach links zur nächsten Fadenführung. Dort wieder um die Führung herum nach unten und durch die nächste Fadenführung. Und ja, wieder mit etwas Fingerspitzengefühl. Dann den Faden an der Führung der Nadelhalterung einhängen. Auch hier wieder mit Pinzette und Fingerspitzengefühl. Jetzt den Faden mit dem Nadeleinfädler durch das Nadelöhr ziehen und mit der Pinzette komplett durchziehen. Zum Schluss noch den Faden für den Kettenstichgreifer einfädeln und der lila Markierung folgen. Den Faden ziehen wir also zuerst wieder über die Fadenführung. Danach muss der Faden in die Fadenführung hinten am Gehäuse eingeklipst werden. Jetzt geht es durch die Fadenspannung nach unten zum Fadenkanal. Achtung, den Faden hier auch wieder in die Führung am Gehäuse einfädeln, was aber an der Stelle sehr beengt ist. Den Faden am besten mit der Pinzette in den Fadenkanal führen. Dann den Einfädelknopf drücken. Der Faden wird jetzt per Luft bis in den Greifer geführt. Den Faden dann am besten mit der Pinzette nach links unter den Nähfuß legen. Jetzt ist der Coverstich nähbereit. Wir legen den Stoff unter den Nähfuß und können mit dem Nähen beginnen. Dabei beachten, dass der Stoff so unter dem Nähfuß liegt, dass die Nadeln beim Losnähen gleich in diesen einstechen. Zum Testen haben wir drei verschiedene Materialien hintereinander genäht. Und dann Achtung, leider steht in der Anleitung nicht wirklich gut beschrieben, wie man einen Coverstich richtig beendet. Denn man kann nicht einfach eine Fadenkette herausnähen wie beim Overlock, sondern man muss mit dem letzten Stich im Stoff stehen bleiben. Dann den Nähfuß anheben, die Fäden herausziehen und abschneiden. Wir haben hier den dünnen Baumwollstoff, den French Terry und Niki Supersoft genäht. Und ohne die Einstellungen zu ändern, sehen alle wirklich gut aus. Ihr erinnert euch an den Pin vom Anfang? Ja, genau den brauchen wir jetzt. Im Prospekt der Admire Air 7000 stand etwas von einem Drehstift für kreisrundes Nähen. Aber in der Anleitung ist dazu nichts beschrieben. Also haben wir das einmal so ausprobiert. Ob wir dabei alles richtig gemacht haben, gute Frage, aber seht selbst. Der Anschiebetisch hat einige Löcher für den Pin, damit kann die Größe des Kreises eingestellt werden. Der größtmögliche Radius wären 20 cm und der kleinste wären 9 cm. Die einzelnen Steckplätze für den Pin sind jeweils 1 cm auseinander. Zuerst haben wir versucht, eine Jeans zu nähen.
mit einem vierfaden Overlockstich. Wir haben versucht, den Stoff einigermaßen gleichmäßig zu führen, aber wie man sieht, der Stoff fängt an sich zu verziehen. Dann haben wir versucht, neben dem Overlockstich einen schmalen Coverstich zu platzieren, aber auch hier hat sich der Stoff wieder verzogen. Zuletzt haben wir dann noch den Kettenstich ausprobiert, aber das ging auch nicht besser und der Stoff hat sich auch hier wieder sehr verzogen. Nun haben wir es mit Baumwollstoff, den wir stabilisiert haben, versucht. Und da sehen die Ergebnisse auch gleich ganz anders aus. Durch die Stabilisierung verzieht sich der Stoff kaum noch. Trotzdem sollte man versuchen, den Stoff immer etwas zu führen. Wir haben einmal den größten und einmal den kleinsten möglichen Kreis genäht. Beim Overlockstich funktionierte der große Kreis recht gut. Der Stich ist recht gleichmäßig und die Stoffkante ist auch sauber abgeschnitten. Ebenso beim schmalen Coverstich und beim Kettenstich. Aber je kleiner der Kreis, desto schlechter wird der Stoff geschnitten und die Naht sieht dann auch dementsprechend aus. Wobei man sagen muss, dass der schmale Coverstich und der Kettenstich auch im kleinsten Kreis noch recht gut aussehen. Das Ergebnis wird sicherlich je nach Stoff, der genäht wird, recht unterschiedlich ausfallen. Und man muss da eventuell noch einmal etwas mit den Einstellungen der Maschine herumexperimentieren. Aber was wir hier schon einmal sagen können, ohne Stabilisierung wird es wohl so gut wie bei keinem Stoff vernünftige Ergebnisse geben. Und die Bedienungsanleitung schweigt sich, wie schon erwähnt, zu dem Thema komplett aus. Was wir an der Stelle gar nicht nachvollziehen können. Damit ihr eine bessere Vorstellung vom Klang der Admire bekommt, hier einmal ein paar Geräusche ohne Kommentar. Eines der wichtigsten Dinge bei einer Maschine ist sicherlich die Bedienungsanleitung. Sie soll bei der Nutzung helfen und wie der Name sagt, anleiten. Und das ist leider der Punkt, bei dem hier viel Potenzial verschenkt wird. An einigen Stellen ist die Anleitung ungenau, an anderen Stellen fehlen Hinweise oder sorgen für Unklarheiten. Man soll zum Beispiel die Maschine zum Einfädeln ausschalten, was gar keinen Sinn ergibt, da das Lufteinfädelsystem dann nicht funktionieren würde. Ebenso wird von Industrienadeln gesprochen und etwas weiter unten dann vom Haushaltsnadelsystem EL-705. In der Nadel- und Garnübersicht kommen keine elastischen Stoffe vor, aber dafür ist doch eine Overlock gemacht, oder? Und es gibt einige Textpassagen in Englisch. Die Anleitung wirkt in vielen Punkten leider etwas lieblos gemacht. So könnten auch die Einstellungen etwas besser erklärt sein. Und bitte macht nicht den Fehler, die Fadenkanäle wie in der Anleitung vorgeschlagen mit Druckluft zu reinigen. Das wird schief gehen. Mein Wunsch an der Stelle wäre, dass die Bedienungsanleitung noch einmal überarbeitet werden sollte. Schließlich ist die Anleitung doch für alle wichtig, die das erste Mal so eine Maschine benutzen möchten. Die Admire Air hat uns positiv überrascht, was die Qualität der Nähte angeht. Die hinterlegten Voreinstellungen sind wirklich gut und haben bei unseren Nähproben immer funktioniert. Und wenn man doch mal etwas speziell einstellen muss, dann kann man die Einstellung für den Stich auf einem der 30 Speicherplätze ablegen. Die Greiferfäden lassen sich sehr einfach einfädeln und man muss keine Reihenfolge beachten.
Aber aufgrund der nicht gut gelösten Fadenlaufwege für die Nadelfäden sollte man beim Einfädeln immer von links anfangen und etwas Geduld beweisen. Leider positioniert die Maschine beim Nähstopp nicht in der obersten Nadelposition, in der auch das Schließen der Fadenkanäle möglich wäre. Man muss die Maschine immer per Hand in die passende Position drehen. Das sollte in der Preisklasse einfach nicht sein. Die Greiferklappe ist auch sehr groß und macht die Bedienung etwas umständlich. Und Unachtsamkeiten können hier zur Beschädigung führen. Das Display bietet die nötigen Informationen an, hat aber eigentlich Potenzial für ausführlichere Hinweise und Anleitungen. Die große Nähfläche und die tolle Beleuchtung sind aber wieder ein großer Pluspunkt. Wenn man sich mit der Maschine etwas beschäftigt hat und die kleinen Ecken und Kanten kennt, dann ist die Pfaff Admire Air 7000 eine gute und zuverlässige kombinierte Overlock- und Coverstichmaschine. Und das Umrüsten von Overlock auf Coverstich dauert gerade einmal 6 Minuten. Sie liefert gute Nähergebnisse und das Nähen macht Spaß. In der Admire 7000 würde ich sowohl für fortgeschrittene als auch anspruchsvolle Nutzer ein sehr gutes Werkzeug sehen. Ob euch die Maschine den derzeit von Pfaff aufgerufenen Listenpreis von 3.299 Euro wert ist, das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Und an dieser Stelle bin ich dann auch raus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Der Link zum Produkt ist natürlich in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr gerne einen Like da lassen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, bye bye.